als Favorit gilt. Willkommen zur ersten Bundesliga mit Krombacher. Über und das liegt nicht nur am Wetter heute. VfL Bochum gegen Schalke 04, 3000 Karten hat der Gast offiziell für diese Partie erhalten, aber man rechnet heute mit fast 15.000 Schalke-Fans, die sich zu Fuß aufgemacht haben und sie müssen natürlich ihre Trikots, weil sie teilweise in Bochumer Blöcken stehen, noch gegen ein neutrales weißes eintauschen. Und damit herzlich willkommen aus dem Revierpower-Stadion zur Freitagabendbegegnung in der ersten Fußball-Bundesliga. VfL Bochum gegen den FC Schalke 04. Mein Gast heute Abend, ein blonder Ex-Stürmer. Und da wird der eine oder andere denken, meine Güte, hat sich Jürgen Klinsmann aber verändert in Amerika. Nein, auf den freuen wir uns natürlich in der neuen Saison. Jetzt erstmal ein Schalker Urgestein heute, Juri Mölder. Hallo. Dankeschön. Juri, Sie haben drei Titel für Schalke geholt, Eurofighter 97, dann zweimal DFB-Pokal, ja. Aber einen inoffiziellen auch, nämlich Meister der Herzen 2001. Warum wird Schalke das in dieser Saison packen mit der Meisterschaft? Ja, ich sage nicht, weil Schalke eine bessere Mannschaft hat wie damals, weil damals war es auch eine sehr gute Mannschaft. Ich war damals ein bisschen auf der Bank mit Knieverletzungen und alles. Aber ich denke, dass ja, jetzt wieder Schalke den Lauf gekriegt hat, die sie dann auch vor der Winterpause gehabt haben, sind die gleichen Vereine, die sie damals gewonnen haben. Und ich denke, dass ja, jetzt auch wieder drei Spiele gewonnen. Und ich denke, dass, aber damals mussten wir auch hier spielen. Ich glaube, waren drei Spiele vor Ende oder war das vorletzte Spiel? Nee, drei Spiele vor Ende in Bochum, 2:2. Wir mussten hier gewinnen, haben es auch nicht gepackt. Also so einfach ist es nicht. Das stimmt und das ist das kleinere von zwei Revierderbys, die Schalke demnächst vor der Brust hat. Der BVB, der wartet ja am 33. Spieltag und Gerald Asamoah hat gesagt, wenn wir da Meister werden, dann werde ich zu Fuß nach Gelsenkirchen zurücklaufen. Ja, da hat er schlanke 35 Kilometer vor sich, das wird eine schöne Prozession über die B1 und Christina Kuffer hat mal nachgefragt, ob Gerald eventuell noch Begleitung bekommen würde. Asamoah wird nicht alleine sein. Tausende von Schalkern werden ihn begleiten. Bayern! Bayern! Ole, ole, ole! Warum bist du denn im Wald? Schalke 04! Schalke 04! Schalke 04! Da laufe ich mir natürlich. Ich bin ja auch in Dortmund dabei, logisch. Dabei? Ich wünsche ihm viel Spaß, aber ich bin zu faul dafür. Ist okay. Am besten wäre am 33. Spieltag in Dortmund. Und dann geht ihr dann mit Asamoah zu Fuß nach Gelsenkirchen zurück? Na klar, sind wir dabei. Wenn er laufen kann. Wir holen nach 49 Jahren endlich diese Dreckschale nach Schalke. Schalke gewinnt heute? Ja, sicher. Und was macht ihr dann? Feiern, 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 feiern. Und wie feiert man auf Schalke? Meister, nur ist nur vier, nur ist nur vier. Ja, junge Menschen zum Mitreisen gesucht für Gerald Asamoah und auch gefunden. Und jetzt haben wir Besuch bekommen. Mirko Slomka, der Schalker Trainer, ist bei uns. Herzlich willkommen. Ja, hallo, guten Abend. Schöne Aufmachung. Das T-Shirt habe ich, glaube ich, heute schon mal irgendwo gesehen. Das ein oder andere Mal. Kann das sein? Ja, kann sein. Ja. Also das ist ja eine Aktion unserer Fans. Ich denke, wir haben unsere Fans auch überrascht heute, dass die Mannschaft beim Aufwärmen auch dieses T-Shirt trägt. Wir schließen uns gerne an. Wir wollen uns ja auch ein bisschen abheben von den blau-weißen Bochumern. Und deswegen haben wir uns heute vorgenommen, hier ganz im Weiß aufzutreten. Die Fans haben sich auch einiges vorgenommen, haben wir gerade gehört. Also man will fröhlich zu Fuß von Dortmund nach Schalke gehen. Die sind mental schon alle bei dem großen Derby am 33. Spieltag. Was haben Sie unternommen, dass man dieses kleinere hier heute in Bochum nicht unterschätzt? Na, zunächst mal sind wir erstmal in Bochum. Ja. Also wir werden heute Abend nicht zu Fuß nach Hause gehen, sondern wir sollten uns zu 100% auf diese Aufgabe heute konzentrieren. Das ist schwer genug. Die Bochumer haben auch einen kleinen Lauf. Und vor allen Dingen natürlich vorne gefährliche, schnelle Spieler, sehr konterstark. Aber ich denke, wir haben auch unsere Qualität und die müssen wir heute voll einbringen, um hier die drei Punkte
wieder mitzunehmen nach Gelsenkirchen, denn das wäre sicherlich ein richtiger Big Point, auch gegenüber den anderen Mannschaften jetzt am Samstag und am Sonntag. Und es droht ja auch das Déjà-vu. Juri Mölder hat das vorhin schon mal angesprochen, das war der drittletzte Spieltag. Man muss gar nicht mehr drüber reden. Ja, aber das Sie haben es ja angefangen. UEFA-Pokal und Pokalsieger und Meisterschaft, Meister des Herz. Es geht um jetzt. Ja, aber damals hat man die Punkte hier liegen lassen. Warum passiert das heute nicht? Ich glaube, es ist mit damals überhaupt nicht zu vergleichen, weil wir an uns glauben, weil wir auch das Ziel Meisterschaft vor Augen haben. Wir haben auch an uns geglaubt damals. Ja, aber bei euch ich war nicht auf dem Platz. Manchmal ist es so, da musst du Meister werden und Bayern hat da vielleicht weniger Probleme mit als ein Verein als Schalke, die da nicht gewöhnt dran sind. Du kriegst dann das eine Bein nicht vor dem anderen. Du denkst, oh, was... Jetzt können wir Meister werden. Soll aber heute schon klappen. So ist es. Aber ich habe so Stimmen gehört, damals war es auch das Ziel, in die Champions League zu kommen. Das war, glaube ich, euer Ziel. Und damit war man so einigermaßen zufrieden. Wir wären das jetzt nicht, weil wir sind jetzt seit dem 20. Spieltag auf Platz Nummer 1 und den wollen wir heute ausbauen. Unter anderem, das ist ja eigentlich auch eine Parole, die man kennt, Defense wins Championships. Das ist die beste Abwehr der Liga, 27, 13 Spiele zu 0, alleine die letzten drei. Ist das der Schlüssel für diese hervorragende Saison? Ja, definitiv. Dazu gehört natürlich nicht nur der Torwart und die Viererkette, egal wer da jetzt präsent ist und spielen kann, sondern dazu gehört natürlich ein gut arbeitendes Mittelfeld und vor allen Dingen auch die Angreifer, die immer wieder in der Defensive die Räume zumachen müssen, wie gerade Kevin Kurani das beste Beispiel eigentlich darstellt als zentraler Stürmer. Er ist der Erste, der verteidigen muss. Das ist auch eine Maxime von uns, wir verteidigen, um anzugreifen. Mal weiter vorne, mal weiter hinten und heute schauen wir, wo es am besten geht. Gehen wir mal in die Personalie. Also Kristajic kann nicht spielen, schon wie gegen Cottbus nicht. Wie sieht es mit Bordon aus und Lincoln? Beide waren angeschlagen. Ja, bei beiden ist es kein Problem mehr. Bordon hat schon gestern wieder voll mit der Mannschaft trainiert, auch Lincoln. Und sie wollen natürlich auch ihren Platz jetzt nicht mehr hergeben, ist doch klar. In so einem Spiel, vier Spieltage vor Ende der Saison, da will jeder dabei sein, da will jeder spielen. Das ist gut so. Ich habe Alternativen, viele gute Alternativen auf der Bank. Wir können nachlegen. Und deswegen können wir von Anfang an Vollgas geben. Was haben Sie gedacht, als Sie am Donnerstag die Bremer gesehen haben? Gar nichts. Ehrlicherweise gar nichts. Ich habe es gesehen. Ich war ja selbst im letzten Jahr bei Espanyol Barcelona mit dabei als Trainer. Wir haben dort 3:0 gewonnen. Ich weiß aber, dass diese Mannschaft sehr schwer zu spielen ist. Und wenn man dann mal in den Rückstand gerät, dann kommt eigentlich so ein Powerfußball, wie wir auch in Sevilla erleben mussten, dann im Halbfinale. Dann kommt das ins Laufen, ins Rollen und dann sieht man schlecht aus, gerade natürlich mit 10 Mann. Wir hören uns mal den ehemaligen Manager von Bremen und auch von Schalke, nämlich Rudi Assauer. Und wir haben ihm die Frage gestellt, ob es ihn wurmen würde, wenn Schalke ausgerechnet im Jahr 1 nach Assauer Meister werden würde. Warum würde es mich wurmen? Im Gegenteil, gucken sich die Mannschaft an. Ich sag mal, 70-80% der Mannschaft feiern noch die Unterschrift von Rudi Assauer in den Verträgen. Im Gegenteil, es ist wichtig für die Region, es ist wichtig für die Fans, es ist wichtig für den Verein. Das kommt alles zusammen und ich hoffe, dass sie es schaffen. Ich drücke auch die Daumen. Aber es ist durchaus noch möglich, dass es eng wird. Aber es wird eng. Aber so, jetzt kann man würfeln und sagen, okay, hopp oder top. Und außer Bremen und Schalke glaube ich nicht, dass da einer noch eingreifen wird. Wird er denn zur Meisterfeier eingeladen, Rudi Assauer? Das ist nicht mein Job, aber ich gehe davon aus, dass wir auch mit Rudi Assauer gemeinsam feiern würden, wenn wir es dann schaffen. Aber das ist noch eine weite Wegstrecke zurückzulegen. Heute ist Bochum und dann schauen wir nächste Woche wieder auf das nächste Spiel. Heute ist Bochum und heute ist auch Gekas. Wie wollen Sie den stoppen? Ach ja, wir haben ja in den letzten Begegnungen auch jeweils so einen Spitzenstürmer gehabt. Wir hatten Zidane in Mainz, wir haben jetzt Radu gehabt, Montiano bei Cottbus. Und ich denke, wir stehen hinten sehr, sehr solide, sehr sicher, sehr souverän und wir sind vor allen Dingen auch sehr körperbetont und ich glaube, das schmeckt auch dem Gegner nicht so. Ja, dann guten Appetit. Vielen Dank, Mirko Slonka. Dankeschön. Juri, Sie bleiben noch ein bisschen bei uns. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann sprechen wir über den VfL Bochum Revierderby. Bochum-Schalke, bis gleich. Im Ruhrpott wird's heute Abend laut. Nach dem Auswärtssieg in Frankfurt, der VfL fast wie im Rausch, kennt keine Angst vom großen Gegner. Die Schalke, die sind in der Pole Position, aber die haben jetzt uns noch vor der Brust. Doch Königsblau spielt schon fast meisterlich. Zuletzt 3 Siege, 3-mal ohne Gegentor und selber 7-mal getroffen. Schalke auf dem Weg zum Titel? Die Antwort jetzt auf Arena.
Die erste Bundesliga am Sonntag, live auf Arena. Werder, wer solche Tore macht, dem ist alles zuzutrauen. Das Ziel heißt Meisterschaft. Doch reicht die Kraft für den Endspurt? Die Antwort in Bielefeld. Bayern, wer so schön trifft, der wird belohnt. Das Saisonziel heißt UEFA-Cup-Platz. Doch Cottbus ist nicht zu unterschätzen. Bundesliga am Sonntag, ab 16.45 Uhr, live auf Arena. Wir sind zurück zum Kohlenpott-Knaller Bochum gegen Schalke. Und auf dem Papier könnte das alles eine klare Sache werden, Juri Mölder. Das ist das beste Auswärtsteam, Schalke 04, gegen die Mannschaft, die die meisten Heimniederlagen eingesteckt hat. Und Schalke hat auch in den 5 Spielen gegen die Aufsteiger 5 gewonnen. Aber trotzdem wird das heute eine harte Nuss, denn Bochum ist gut drauf. Die sind jetzt auf Platz 11, das ist die beste Saisonleistung. Ja, die machen den haben auch immer in meiner Zeit auch immer einen guten Ball gespielt. Und dann ergebnismäßig war es dann nicht so gut oft, aber das steckt immer ein bisschen in die Mannschaft von Bochum. Guten Kombinationsspiel und natürlich ein super Stürmer. 18 Tore machen Gekas bei einem Verein wie Bochum, der in die unterste Region, das ist unglaublich. Ja, das ist die große Frage. Also Theofanis Gekas, der Mann mit dem sehr eigenwilligen Haarschnitt, kann der heute wieder treffen? Das oder wer macht hinten den Riegel dicht bei Schalke? Heute trifft er nicht. Das ist eine Wette, glaube ich, oder? Ja, das wetten wir drauf. Ja, ich bin gespannt. Also Gekas heute... Ich bin ein klein bisschen für Schalke, Entschuldigung. Ja, man merkt das latent so zwischen den Zeilen, aber ist ja auch in Ordnung. Kevin Korani hat Gekas mit Ailton verglichen. Ja, das Zeug von Respekt, aber hat Schalke auch Angst, Stefan Bohlen? Schalke übt schon mal. Sirtaki. Die ultimative Prüfung für jede Abwehr. Theofanis Gekas. Selbst kein Mann der großen Worte lässt lieber Tore für sich schießen. Satte 18, mehr hat keiner. Und deshalb ist er auch ein Thema. Ich verweise da nochmal auf die starke Abwehrleistung von uns, auf unsere individuelle Klasse auch in der Defensive. Ich denke auch, dass wir die Fähigkeit haben, einen wie Gekas auszuschalten. Er ist verdammt schnell. Wenn er mal abseits steht, dann ist er kein Problem. 8 Tore in den letzten 6 Spielen. Dieser Mann hat einen Lauf. Genauso wie wir. 3-0. Haben wir hinten auch einen Lauf, ne? Er ist immer gefährlich. Wir müssen unsere Spiele gewinnen, ob jetzt Freitag, Samstag oder Sonntag. Doch erstmal müssen sie ihn stoppen. Sonst tanzt nur einer den Sirtaki. Und das ganze Üben war umsonst. Ja, der Vergleich mit Ailton ist gar nicht so schlecht, denn ligaweit hat Gekas die wenigsten Ballkontakte auf 90 Minuten, ja. Dann ist er am häufigsten ins Abseits gelaufen und beim VfL Bochum die schlechteste Zweikampfbilanz. Ja. Aber trotzdem, wichtig ist ja, dass das Netz wackelt. 18 Buden ja, schon. Ja. Ja, und dann in so einer Mannschaft. Und, aber man sieht, das ist seine Qualität, dass er schießt einen Schritt eher, als der Torwart denkt. Er macht er braucht nur eine kleine Ecke Zeit oder Platz zu haben und er holt raus. Und das ist die Qualität. Und dann bist du immer einen Schritt zu spät als Torwart auch. Also wenn Gekas das in dieser Saison schaffen sollte, Torschützenkönig zu werden, dann wäre er der 3. Bochumer insgesamt. Und der Erste, der dieses Kunststück für den VfL geschafft hat, der steht jetzt bei Dirk Seemann. Der Torschützenkönig von 1986 ist jetzt der Manager des VfL Bochum. Herzlich willkommen, Stefan Kunz. Es ist aber wie immer, wenn einer hier Torschützenkönig ist und man einen guten Mann hat, dann zieht es ihn in die Ferne, weil er viel Geld bekommt. Beispiel Gekas. Wie zufrieden sind Sie damit als Manager? Ja gut, mit der Tatsache, dass das so ist, kann ich leben, weil wir haben ja selber lange gespielt und von daher gesehen ist es ja nichts Neues, ist ja kein VfL-typisches Problem. Es ist so, dass es in dem Fall mit Leverkusen, Bochum und dem Spieler 3 Gewinner gibt und das ist natürlich die optimale Situation. Jetzt haben Sie aber auch noch andere Leute, auf die Liga hellhörig geworden ist nach Ihrer guten Einkaufspolitik. Epale, Yahia, Drobny, sind die auch schon weg? Nein, das ist so rein theoretisch. Könnte nur Drobny gehen. Und die anderen beiden sind vertraglich ohne Ausstiegsklausel an uns gebunden. Und von daher gesehen mache ich mir da keine Sorgen. Jetzt haben Sie in Leverkusen gewonnen, Sie haben in Frankfurt gewonnen. Wünschen Sie sich eigentlich, dass das heute theoretisch gesehen ein Auswärtsspiel ist?
Zunächst mal ist ja nichts schöner, als vom Ausverkauften nach Hause zu spielen. Und wenn man das als Prämisse, als Grundlage dazu nimmt, dass man sagt, okay, auswärts gewinnen wir eher, dann können von mir aus auch die Schalker Fans heute die Oberhand behalten. Alles klar, bedanke mich recht herzlich, Stefan Kunz, zurück zu Matthias Opdöbel. So, Juri Möller hat ja schon verraten, dass er heute ein wenig mehr auf der Schalker Seite ist. Ja, wie geht es denn aus? 1-3. Ja, aber ich will mich ein herrliches Fußballspiel sehen. Schöner Rasen, super Wetter. Richtig schönes Stadion auch hier, finde ich, hier in Bochum. Stehtribünen hat man in Holland auch nicht mehr. Sitzen alle. Super Stimmung. Ja, also wir freuen uns drauf. Wir werden es genießen. Jetzt stelle ich Ihnen noch Ihren Kommentator für das heutige Spiel vor. Und wer könnte das besser machen als die Stimme des Ruhrpotts? Werner Hanspitte. Guten Abend, liebe Zuschauer aus der Vogelperspektive. Also das sogenannte kleine Revierderby. Bochum gegen Schalke. Unter so bedeutungsvollen Vorzeichen hat es das bisher noch nie gegeben in der Bundesliga-Geschichte. Nun ja, wenn ich jetzt noch erklären sollte, liebe Zuschauer, um was es hier heute geht, ja, dann würde ich unser Publikum einfach nicht ernst nehmen. Heute wird hier keiner deutscher Meister, das steht fest. Es steht auch fest, dass heute hier keiner absteigt. Aber für den Trend im Spitzen- wie im Abstiegskampf ist dieses Spiel heute Abend hier in Bochum schon ein solider Wegweiser. Wir schauen mal auf die Aufstellung. Der VfL Bochum spielt, fast bin ich geneigt zu sagen, so wie er in Frankfurt gespielt und gewonnen hat. Ohne jede Veränderung. Ein bisschen was hat Marcel Kohler ja taktisch verändert. Nicht mehr nur Gekas vorne, sondern Epalle hinter ihm. Sicherlich häufig auch neben ihm und manchmal vor ihm. Das ist ja wohl so. Und dahinter dann zwei sogenannte Viererketten, zwei Sechser mit Zdebel und Dabrowski. Misimovic, der hat seine Position jetzt verändert. Das ist eine Folge von Epalle. Misimovic jetzt also mehr über rechts. Flanken und Standards von Misimovic. Ganz wichtiger Faktor im Spiel des VfL Bochum. Wir schauen auf den FC Schalke. Auch Mirko Slomka hat ja keinen Anlass, irgendwas zu verändern. Seine Mannschaft hat ja zuletzt dreimal gewonnen, jeweils zu null. Alles so wie gehabt, 4-3-3. Zwei laufstarke Arbeiter im Mittelfeld, Ernst und Hamid Altintop. Dann der Kreativspieler Lincoln davor. Ja, der ist schon von Bedeutung für das Schalker Spiel insgesamt. Und dann die drei vorne, zwei von außen, Özil und Asamoah und Kevin Kurani, der kopfballstarke Mittelstürmer. Da haben wir Panda. Alles noch sehr locker und freundlich in den Katakomben. Gekas. Vorne Rodriguez. Ja, der soll die Position von Kristajic schließen. Ob er sie auch so perfekt ausfüllt, wie Kristajic das zuletzt tat, das müssen wir mal abwarten. 33.000 passen hier rein in das Revier Power Stadion und die Schalker Fans alle in weißen T-Shirts aufmarschiert. Auch die Mannschaft hat sich dem angeschlossen. Da haben wir sie. Also blau und weiß. Eine Farbe gewinnt auf jeden Fall. Fanaktion. Qualität ja. Randale. Nee, lass mal. Ja, da wissen wir gleich, wo wir sind. Mitten im Ruhrpott. Viel Spaß mit einer tollen Elf.
Die erste Halbzeit präsentiert Ihnen Krombacher. Ja, und wir kommen gerade recht zur Platzwahl. Viel Spaß. Viel Spaß. Ja. Also wenn das schon so ist, dann schließe ich das Wort von Knut Kircher an. Viel Spaß. Schönes Spiel. Ja, was wird das denn nun für ein Spiel? Hat der VfL Bochum hier ein Heimspiel? Eigentlich liegt ihm ja mehr die Auswärtsatmosphäre. Das ist ja bezeichnend für den Abstiegskampf ohnehin. Da tun sich viele Mannschaften schwer, zu Hause das Spiel zu machen. Und deshalb gibt es da kuriose Ergebnisse. Die Geschlossenheit, die Zusammengehörigkeit, die Igel-Mentalität. Und Bordon gibt das Kommando an. Das machte er schon immer auf Schalke. Mittwoch konnte er nicht trainieren. Aber jeder, der da mal ein bisschen zuguckt beim Schalke-Training, der weiß, wenn es drauf ankommt, dann ist der wieder da. Dann tut dem auch nichts weh. Und es war ja schon ein kleines Wunder, dass der nach dem furchtbaren Tritt, den er einstecken musste, zuletzt im Spiel gegen Cottbus überhaupt noch Fußball spielen kann. Es geht los. Schröder hat seine Position hinten rechts in der Bochumer Viererkette sicher. Butcher, dann Yahia und Maltritz, die beiden Innenverteidiger, haben die Bochumer Abwehr insgesamt deutlich stabilisiert. Mann, die haben ja in der Hinrunde 30 Gegentore eingefangen. Jetzt aber die Möglichkeit für den Schalker Konter. Rafinha wird nicht angegriffen. Rafinha und Lincoln. Asamoah. Oh, und dann erste Verwirrung. Kapitän Thomas Debel klärt da zur Ecke. Also 30 Gegentore für den VfL Bochum in der Hinrunde und bisher nur 16 in der Rückrunde. Ja, das liegt auch an dem Neuzugang. Ja, hier, der versteht sich mit Maltritz prächtig, aber jetzt müssen wir aufpassen. Kurani noch auf Höhe des Elfmeterpunktes. Bordon natürlich da. Bordon steigt hoch, kann aber nicht. Ernst. Kein Foul. Vorteil für den VfL und kein Abseits. Und da geht er. Gekas um den ersten rum. Und dann in die Mitte auf Dabrowski und Epalle. Ja! 93 Sekunden waren da gespielt. Das geht ja prächtig los hier. Ja, das wird das Spiel des VfL Bochum sein. Die wissen ja, dass Schalke hier kommt, dass Schalke versuchen wird, das Spiel zu machen. So, und dann nach Ballgewinn. Zügig nach vorne auf die beiden, die da lauern. Gekas und Epalle. Bordon. Özil. Panda geht aus. Mit der Özil. Linke. Özil. Özil. Panda. Hamid Altintop. Die Flanken von Panda, Christian Panda natürlich hochkarätig. Marcel Koller. Der Ruhrpott hält zusammen. Ja, ja. Ich weiß nur, dass wir jeden Punkt brauchen, hat er gesagt bei der Pressekonferenz. Da wird er ihm nicht widersprochen haben, der Mirko Slomka. Wobei mir klar ist, ein Punkt genügt für Schalke nicht. Schalke muss vorliegen. Heute hier ein Punktverlust, das wäre eine zusätzliche Motivation für Werder Bremen, die ja morgen in Bielefeld antreten müssen. Schröder. Bordon klärt. Ernst. Panda.
weit aufgerückt. Durani und dann Missverständnis, Ernst in den leeren Raum, da war niemand durchgestartet. Das Schalker Aufbauspiel von hinten heraus hängt natürlich viel an den beiden Außenverteidigern. Die sollen von außen immer wieder mit anschieben. Rafinha sowohl als auch Panda. Clever gemacht von Butcher. Jetzt gepfiffen. Gut gemacht von Knut Kircher. Einen Moment verzögert. Den Vorteil abgewartet, der da nicht eintrat. Und dann der Freistoß für den VfL Bochum. Den Tor. Malpitz. Spiel läuft. Oh, und da muss Neuer raus. Neuer musste raus, aber die Fahne war auch oben und es war abseits. Bander. Halt den Tor. Wieder Missverständnis. Gekas, da geht er wieder und Neuer spielt mit, kommt raus, steht fast an der 16 Meter Raummarkierung. Schön weitergeleitet von Lincoln auf Kurani und dann das Foul der Bochumer. Da, Maltritz gegen Kurani. Und sehr schnell ausgeführt, aber der Ball war frei oder nicht. Da gibt es noch eine Diskussion zwischen Knut Kircher und Gekas und Misimovic. Nee, das muss nochmal wiederholt werden. Ball war noch nicht frei. Panda. Angeschnitten diese Flanke. Und ein bisschen zu weit gegangen. Altinton. Über links. Bauspiel Schröder. Halblinke Position, Torentfernung nach Augenschein 22 Meter. Ein Fall für Panda mit dem Hammer oder Lincoln vielleicht angezwirbelt. Wird ausführen. Und Tor! Und Tor! Und es ist Kurani! Kevin Kurani! 14. Saisontor! Sein 9. Kopfballtreffer! Das ist ja ein Ungeheuer, dieser Kevin Kurani! Und gespielt waren gut 8 Minuten, Schalke geführt mit 1:0. Der Standard von Panda, angezwirbelt und dann steigt er höher als Maltritz. Unerreichbar für Drobny. 1:0 Schalke nach 8 Minuten. Ja, die Standards von Christian Panda. Das hat schon eine Qualität.
wobei der Junge eigentlich große Probleme hat. Und jetzt wird der VfL zurückgepfiffen. Maltritz gegen Kurani, aber so ganz sicher bin ich mir da nicht. Es kann auch sein, dass Kurani da ein bisschen geklammert hat. Und jetzt gibt es Gelb. Das ist natürlich Blödsinn für Dabrowski. Kleiner Wüterich, Dabrowski, holt sich da Gelb ab. Absoluter Schwachsinn bei so einem Freistoß, vielleicht 5 Meter innerhalb der Bochumer Hälfte. Dann den Schiri anzumachen, das ist unprofessionell. Misimovic schickt, will schicken, Gekas Rodriguez, passt auf. Ja, das ist schon ein solider Ersatz für Kristajic, das muss man sagen. Er hat einen Muskelfaserriss, der Kristajic. Zum ersten Mal in seiner Karriere. Wenn man sich mal vorstellt, was der für Zweikämpfe bestritten hat, als Innenverteidiger, zum ersten Mal ein Faserriss. Nepale. Ein Blick, liebe Zuschauer, auf die Blitztabelle, die Sie natürlich alle im Kopf haben, aber was man schwarz auf weiß hat, ist ja noch deutlicher. Schauen Sie mal, Schalke jetzt mit 5 Punkten, aber Bremen kommt ja morgen, Stuttgart kommt morgen, auch die Bayern können noch nachlegen und der Rest, ja, der Rest ist dann UEFA-Pokal. Wenn es denn so bliebe, aber der VfL Bochum, der wird hier kämpfen. Hamid Altintop. Kurani. Stäbel, der hat jetzt viel Platz, der Schröder, und da gibt es wieder einen Pfiff drüben. Der Ball ist längst woanders. Rafinha am Boden und Knut Kircher sehr besorgt jetzt bei ihm. Muss wohl behandelt werden. Noch einmal das Tor der Schalker. Dieser angeschnittene Freistoß und dann der Kopfball. Zum 1:0 Kevin Kurani, die 8. Spielminute. Es war ein Zweikampf gerade. Ja, hier nahm noch einmal dieser Kopfball. Tja, das ist einfach klasse. Im richtigen Moment steigt er hoch. Vielleicht den Gegner auch oben so ein kleines bisschen. Er hat sich leicht rangetastet, sage ich mal. Der Schelm, Kevin Kurani. Die augenscheinliche Verletzung von Rafinha rührt aus einem Zweikampf mit dem Bochumer Abwehrspieler Yahia. Der Junge steht. Wird jetzt nach außerhalb geführt. Hält sich die Bonnie, also er muss oben was abgekriegt haben. Der Junge. Ja, ja, es ist ja übrigens ein Vorteil für alle beteiligten Aktiven, dass hier am Freitagabend gespielt wird, bei den zurzeit vorherrschenden Temperaturen. Das hat auch mir sehr zuträglich eingeschätzt. Und jetzt kommt Dabrowski. Er wird von Ernst attackiert, kein Foul, Spiel geht weiter. Da ist Banda, hat schön aufgepasst, ist nach innen mit eingerückt. Das müssen sie auch machen und jetzt der Konter über... Nee, da ist Maltritz noch einen Schritt schneller dran. Damit Altintop. Nepale. Schröder. Ja, da muss Özil mit. Da muss er dicht machen. Die Außenbahn. Panda geht. Panda. Immer noch. Ja, hat er sich festgerannt. Nee, es war kein Foul. Absolut fair der Einsatz da. Von Maltritz. Misimovic. Die Idee war gut. Mit der Hacke.
Asamoah, kein Abseits, Asamoah! Und Drobny. Ecke. Das war wieder eine Studie, liebe Zuschauer, für das Schalker Spiel, Markenzeichen Slomka, Ball erobern und dann ganz schnell, möglichst nur mit jeweils einem Ballkontakt in die Spitze spielen. Das zeichnet diese Mannschaft aus. Und jetzt kommt Pander. Özil. Noch einmal Pander. Viele Ballkontakte. Oh, schön die Seite gewechselt auf Hamid. Dann Asamoah. Asamoah hat gepfiffen gegen Butcher. Ja, hat ihn oben auf den Fuß, ist er eben drauf. Also die Parade von Drobny eben, die war natürlich auch nicht von schlechten Eltern. Und der Drobny gehört dazu, wenn ich sage, die Bochumer Abwehr hat sich insgesamt stabilisiert. Starke Spiele gemacht gegen Aachen. Okay, da hat er mal gepatzt. Aber ansonsten Überschnitt in der Bundesliga. Kam aus der zweiten englischen Liga nach Bochum. Ja, so einen muss man erstmal finden. Ist dem Stefan Kunz gelungen. Genau wie die anderen Verstärkungen. Das ist schon ein Meisterstück von dem. Steber, Epale. Epale. Ah, schön, wieder steil auf Gekas. Aber die Schalker Abwehr. Gemessen an den Gegentoren, muss man sagen, die beste der Bundesliga. 27 Gegentreffer bisher. Nur Nürnberg. Meyers Nürnberg hat einen mehr reingekriegt. Auch ein Riesenkompliment für die Nürnberger. Ernst. Kurani. Linke. Pander. Özil. Ah, Missverständnis. Missverständnis. Immer diese steilen Bälle. Immer diese steilen Bälle auf Gekas. Das ist das Rezept, aber er kann ja nicht jedes Mal. Und wenn dann solche Leute hinten stehen wie Bordon und Rodriguez, dann ist das schon schwer. Linkel mal. Verdeckter Schuss aus 20 Metern, aber nur halb getroffen. Wieder über rechts anschieben. Rafinha, Asamoah. Oh, gegen Yahia. Das gibt Freistoß. Yahia, der bei Nizza nur auf der Bank saß, jetzt Stamm ist. David hat er da gesagt, hau ab. Ja, der will abhauen, der Asamoah, aber da hindert ihn der Yahia dran. Das war ja nun ganz deutlich. Haben wir noch diesen kleinen Katalog. Sie müssen sich daran gewöhnen, sagt der Knut Kircher, dass ich recht habe. So ist es nun mal beim Fußball. Na, war ein Meter außerhalb.
Özil wird ausführen. Der Junge. Und da war Bordong wieder dran. Das roch schon wieder. Und jetzt gibt es die erste Karte, glaube ich. Nee, die erste nicht. Es ist schon die zweite gegen Butcher nach diesem Foul an Linkel. Rote. Wollen wir den Butcher aus der Schuld nehmen? Es war Grote. Der hat sich ja beim VfL festgebissen drüben. Auf der Außenposition im Mittelfeld. Grote links, wo früher mal Trojan spielte, der ist zurzeit verletzt und hat auch wohl Vertragsprobleme beim VfL. Wieder dieser Freistoß und dann Dabrowski. Ja, VfL durch dieses frühe Schalker Führungstor. Offensichtlich nervlich gestresst. Die Mannschaft steht sehr tief. Steht sehr tief. Und dann immer diese langen Bälle. Diese langen, steilen Bälle auf Gekas, bisher ohne Erfolg. Das wird auch so nicht reichen. Jetzt ein Fehlpass von Rafinha. Stebel. Er müsse nachrücken. Nisimovic. Außen geht Schröder. Nisimovic brennt sich fest. Und da geht nun wieder Özil. Ja, schön von Asamoah, macht den Weg frei für Linkel und dann noch einmal vorgelegt. Aber Drobny, clever. Außerdem war die Fahne oben, der Pass von Linkel auf Asamoah fand diesen im Abseits. Nepale, Rabowski. Wieder außen. Stebel. Ja. Kurani. Das gibt Geld von Schiedsrichter Kircher für Maltritz. Ja, hat ihn oben gehalten und umgerissen, sonst wäre er weg gewesen. Der Kevin Kurani. Das war auch ein leichtfertiger Ballverlust von Stebel. Der hat den Maltritz erst in diese Situation gebracht. Das ist natürlich peinlich vom eigenen Kapitän. Und das sieht man auch an seiner Reaktion. Der konnte da gar nichts mehr machen. Da war nach hinten alles offen und Kurani wäre durchgewählt. Durchgelassen für Lincoln. Ja, hat er wieder Platz, Rafinha gegen Grote. Schöner Einsatz von Dabrowski. Rodriguez, Lincoln, alles aus dem Fußgelenk. Özil, auch er viel unterwegs. Geblockt. Dieser Hackentrick von Yahia. Özil. Schön vorbei an Misimovic. Rafinha geht. Ah! Ist scharf getreten, dieser Ball von Ernst. Thank you.
Ljubimović. Schröder. Jetzt kommt Kurani. Das ist seine Spezialität. Bälle zurückerobern. Grote gegen Ernst. Ja, von hinten. Gefällt der Özil. Lincoln! Ich dachte schon, jetzt holt er aus mit dem rechten. Noch einmal Lincoln. Nein, den kommt er nicht mehr. Also der VfL ist nicht im Spiel, ist zu verhalten, kommt mit den Zweikämpfen nicht klar. Und die Schalker Amüsiergesellschaft ist natürlich auf einer hohen Woge. Die weiten Bälle auf Gekas, bisher kein Rezept für die Schalker Abwehr. Das ist zu wenig und wenn ich mich da recht besinne, in der zweiten Spielminute einen Schuss gesehen von Epal. Und was kam da? Nichts mehr. Das war der erste und bisher einzige Tor vom VfL Bochum. Schalker kontrollieren das Spiel, aber jetzt geht der Palle wieder mal. Palle! Schröder ist zu weit weg, der rückt da nicht nach. Ball noch im Spiel. Butcher. Grote. Bisher überhaupt noch nicht. Kaum ein Ball kommt mal richtig an bei Gekas, den er mal annehmen kann, kontrollieren kann, mitnehmen kann. Und dann sind ja diese beiden Typen da innen. Der Bordon und der Rodriguez. Özil. Viel unterwegs. Viele Zweikämpfe. Jetzt haben wir mal so ein Ding. Gekas! Na also, man muss nur lang genug drüber reden, liebe Zuschauer. Dann kommt ja mal so ein Ball. Jetzt hier, schön in die Spitze geschlagen. Rodriguez, Stellungsfehler. Und dann hat er es einfach versucht. Der Weg zum Tor war weit. Und Neuer wusste schon, dass es mit der Richtung nicht stimmt. Bordon. Rafinha. Einwurf Bochum.
Link. Oh, leichtfertig von Rodriguez. Zum zweiten Mal nicht ganz auf der Hut. Gekas. Epalle in der Mitte ist gestürzt. Misimovic. Und dann ist Rafinha da. Epalle am Boden. Wir schauen auf Gekas, bei diesem Angriff dann Misimovic und dann kommt Rafinha, der die Gefahr wittert, rückt schön mit ein und klärt. Wir schauen da auf das Duell, Ernst gegen Epalle. Spektakulärer Sturz von Epalle und dann durch die Beine von Bordon. Und zum Glück für die Schalker war Rafinha da. Hamid Altinpo. Lincoln. Gefault von Stebel. Noch eine Karte. Oh. Drobny und wieder gleich ab durch die Mitte auf Gekas. Wer nicht der, wer dann? Butscha, gefährlich, Misimovic und Tor! Und Tor, 33. Minute, 1:1. Schöner Kopfballtreffer von Misimovic. Wir schauen noch mal hin. Da haben sich Rafinha und Ernst zunächst einmal beide ein bisschen behindert bei dieser verunglückten Abwehr. Dann geht Altintop nicht ran. Mann, was hat er für eine Zeit zu flanken? Und dann maßgerecht auf den Kopf von Misimovic. Da war Neuer machtlos. Diese Flanke von Dennis Grote, die versenkt Misimovic. Wunderbar, das war sein 6. Saisontor. Panda und Ernst kommen da nicht mehr nach. Also 33. Minute, 1:1. Die Flanken des VfL Bochum, bisher waren sie eher harmlos. Zuletzt aber stärker, muss man sagen. 4 Tore nach Flanken aus den letzten 9 Spielen. Da hat sich was verändert. Da hat sich was verändert. Und das liegt an Grote, denke ich mal, und auch an Misimovic, der es von der anderen Seite kam. Auf Gekas und auf Epal. Also das war natürlich ein sehr nachbarschaftliches Entgegenkommen der Schalker. Hamid Altintop lässt ihn da ungerührt flanken. Das darf ja niemals passieren. Und dann in der Mitte Ernst und Panda. Wo war eigentlich Bordon und wo war Rodriguez da in der Szene? Spiel wird ruppiger. 4 gelbe Karten haben wir schon und jetzt muss Kircher aufpassen. Das war schon eine leichte Berührung mit der Hand da, wo sie nicht hingehört, im Gesicht von Lincoln, von Stäbel, der sich jetzt entschuldigen will. Was wollte er jetzt auch machen? Nur reich ihm doch die Hand, Junge. Nee.
Rivalität, ja, Randale, nee, lass mal. Ab mit Altintop. Rafinha. Wieder Hamid. Ja, der ist ein bisschen leichtfertig, auch bei diesem Zweikampf wieder. Wenn da mal nicht bald der Bajramovic kommt in der zweiten Halbzeit, das können wir schon vorstellen. Also, das war jetzt ein paar Mal sehr elegant von Hamid Altintop, da auf einer wichtigen Position im defensiven Mittelfeld. Özil. Kurani, Maltritz. Nesimovic. Dabrowski. Positionswechsel jetzt beim VfL Bochum. Nesimovic. Auf Rafinha. Der müsste jetzt mal was machen. 1 gegen 1 gegen Grote. Foulspiel. Muss aufpassen, der Grote. Der hat Gelb. Wieder knapp vor der Strafraummarkierung. Da war Drobny am Boden, aber nie und nimmer hätte er den erwischt. Der Ball war vorbei. Rodriguez. Asamoah. Özil. Behauptet den Ball. Immer noch Özil. Oh, fantastisch, der Junge. Und dann kommt Linkel. Und dann ist es zu viel. Panda. Mit aller Energie den Gegners abgelaufen da. Also es ist jetzt ein bisschen mehr Musik drin hier im kleinen Revierderby, liebe Zuschauer. Der FC Schalke kontrollierte im Grunde genommen das Spiel. Und jetzt Gegners abseits. Fahne oben. Das ist schon so. Und das ist auch in Ordnung. Das war klare Abseitsstellung. Also nach dem Tor in der 8. Minute hatte Schalke hier klar das Kommando. Kombinierte gefällig. Noch einmal dieser unerwartete Freistoß vom Panda flach getreten. Vorbei an allen, auch an Drobny. Und dann stand nur noch einer im Weg. Und das war der hintere Pfosten. Spiel ist unterbrochen, Dabrowski. Wird behandelt. Noch einmal.
Kopfball, dieser herrliche Kopfballtreffer von Misimovic. Dass der das auch mit dem Kopf kann, ich hätte es nicht glauben wollen. Es ist sein erster, solange der in der Bundesliga spielt. Ja, ja, da holt er noch die Säge raus und wenn er noch ein bisschen weitermacht, dann wird gleich einer noch einen Weihrauchkessel schwenken. Für Misimovic. Der geht ja weg aus Bochum und geht nach Nürnberg zu Meier. Ja, der wird schön mitmischen, der Meier, nächste Saison. Der VfL im Moment immer noch in Unterzahl. Dabrowski wird außen behandelt. Kommt aber über Schröder. Maltritz geht außen. Maltritz und Tor! 41. Minute. 2-1 Bochum und Gekas macht es. Sein 19. Saisontor. Theofanis Gekas. Der Mann mit dem Torkompass in der Nase. Wunderschöner Angriff. Das genaue Zuspiel von Schröder auf Maltritz, den hatte da der Panda gar nicht wahrgenommen. Und innen ist alles frei. Für Theofanis Gekas, keine Chance für Neuer. 2-1 Bochum, 41. Minute. Tore ganz in Weiß, die den Blauen natürlich nicht gefallen. Das sind Nadelstiche. Also eben noch ein Restlächeln im Gesicht bei Marcel Koller und jetzt strahlt er wieder. Der Frühling blüht und die Hormone fliegen hier durch das Revierbauer Stadion. Herr Rodriguez ist nicht gut sortiert. Er ist nicht mehr gut sortiert. Er hatte prima angefangen. Stand solide, aber jetzt doch mit Schwäche, deutlich. Özil. Rafinha. Özil. Asamoah. Ernst. Ja. Alles dicht. Misimovic. Gurani mit viel Einsatz. Das kriegt er jetzt auch gezeigt von Knut Kircher. Gelbe Karte für Gurani.